Lass uns doch teilhaben an dem, was du lesen Ach, musst. Lies es uns nö, vor. ich habe nur kurz entlesen. Bei Republikanern, wenn du im Krieg bist, bekommst du Mali, wenn es eine Wahl stattfinden lässt. Bei Demokraten, wenn du im Krieg bist, bekommst du eine Mali, wenn es keine stattfinden lässt. Wahnsinn. Aber schau doch das an. Japan und China, Japan, die ringen. Oh, China ist wieder mal an der Macht. Das keine ist. Chance, dieses scheiß verdammte Japan, Und die Flotte vor Japan Hawaii zu schnappt sich immer. versenken. Willst du mich verarschen? Und Japan holt sich immer ein bisschen mehr von der Sowjetunion. Die Sowjets Tatsächlich. verlieren richtig Männer. Die haben schon 773.000 verloren. Die Japaner noch 219.000. Bauzefort. Ich wollte sagen, Ja, das kann ist man in die eben das, was ich aktuellen gesagt Kriege habe, sehen. ne? Ja. Die Russen sind ja noch nicht bereit für so einen Großkrieg. Und, ja. Ich wollte sagen, die haben die Ausrüstung gar nicht. Und vor allen Dingen da hinten an der Ostfront, ja, zu Japan quasi, da ist ja sowieso noch Schnee. Ja gut, aber die haben 4 Millionen eingesetzte Mannstärke zu 1,42 Millionen Was eigentlich. bringt sie, wenn sie Okay, sie nicht okay, aber rauskriegen? die können sie halt nicht versorgen, weißt du? Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Russen im Osten mit den Japanern, also gegen die Japaner mit Schneebällen kämpfen. Aber wenn du sagst, da ist Schneeballschlacht. sowieso nur Schnee, das klingt irgendwie so, wenn du dich dann Schnee schmeißt und dann siegst du bis zum Erdkern durch. Und weg ist er. Ich muss Ja, sagen, mir ist dann das Jacke wie Hose, ob ich dann gegen die Kommunisten oder gegen die Faschisten kämpfen muss, das ist. Hauptsache Krieg, hä? Nein, Hauptsache nicht eben gegen die nicht. Demokraten, Ich meinst du? will. Ja, sowieso nicht. Ich bin nicht Angriffspakte mit den wichtigsten Nationen hier. Puh. Ist der Tech eigentlich durch mit dem Ungarn, Was? mit den Tschechen? Naja. Achso, dann kann ich eigentlich schon weiter ringsen. Okay. Was für ein Tech mit den Tschechen beim Deutschen? Um die Monarchie da zu unterstützen von mir. Ach, ich bin stolz auf die Genau, Doppelmonarchie genau, wieder genau. vereinfachen. Er muss halt nur warten, bis die Unterstützung groß genug ist. Und wenn sie groß genug ist, kommt automatisch ein Event, nenne ich es mal, für die beiden Länder. Ah, Österreich, Ungarn, okay. so wie Tschechoslowakei. Na gut, dann kann ich ja Garantien gewähren schon machen. Versuch, so gut bei denen dazustehen, wie es geht. Weil da steht, benötigt Wiederherstellung von Österreich-Ungarn. Ja, ist gut. Dieser Schwerpunkt wird, Auswirkung, Tschechoslowakei erhält das Ereignis, Österreich-Ungarn bietet Garantien. Da weißt du ja auch genau, was es ist, ja. Ja, eben. Es ist ein bisschen mau. Alles. Mao? Mao, ja, nicht Mao Zedong, aber. Was ist denn der Plan von England eigentlich? Lasst uns ein bisschen über eure Pläne sprechen. Mein Plan. Ja. Weltbevölkerung beschützen. Das ist sehr Das ist löblich. ein nobler Plan. Bin ich ja Ja. auch dabei, das ist gut. Und vor allen Dingen die englische Flugzeugträger Europas verteidigen gegen alle Aggressoren. Halb bin ich auch dafür. Daumen hoch. Steht Haben da wir ein paar mit gesehen. Bangen in den Osten, das ist. Da bin ich froh, wenn englische Flugzeuge von meinen Flughäfen aus starten dürfen. Die Wäre ja werden. auch mit Bangen in den Osten, aber eher in Richtung Japan. Ja, da. Schwierig. Was macht denn Britisch-Indien? Was sind die Intentionen von Britisch-Indien? Ich versuche unabhängig zu werden und kann nicht. Und der PS lässt mich nicht. Der ist da nicht mit Beihilfen irgendwie durch seinen Tech. Ich baue schon bei ihm nichts, das unabhängig werden kann. Und bis ich ihn unabhängig machen kann, dauert es noch eine ganze Weile. Die Frage Da ist brauche ich denn, eine gewisse Jahreszahl. warum möchtest du denn, dass Indien unabhängig wird? Naja, bis ich es könnte, sagen wir so. Ich möchte das. Aber an Mutters Sitze ist es auch so gemütlich. Ja, und Na. vor allem, da bist du ganz alleine dann, Frank. Und auch England büßt eine große, also viel an Stärke ein. Vor allem im. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er nicht in den Alliierten bleibt.
Ja, das mag schon sein. Weil wenn er friedlich unabhängig wird... Genau, dann habe ich ja keinen Grund, gegen ihn vorzugehen. Wüsste ich jetzt auch nicht, warum ich das verhindern sollte. Ich meine, es sind freie Menschen dort. Also im Moment noch nicht, aber bald. Auf was hast du denn für Einschränkungen, wenn du nicht unabhängig wirst? Zum Beispiel habe ich jetzt im Moment knapp... Meine effektive Gesamtbandstärke ist auf 15% reduziert. Was halt ein Witz ist. Okay. Verstehe, du hast auch eine Hungersnot. Ja, das auch. Ich schicke dir Knödel und Schnitzel. Gefahr, das wäre nett. Mal anmerken. Geschätzte Mannstärke. Die kannst du auch essen, ja. Die hässlichen isst du, die hübschen kannst du streicheln. Also da steht einfach mal 293.000 Mannstärke. Bei mir steht 18.000 Mannstärke. Was war bei mir? Ja, bei dir. Na guck mal, das ist sogar als Nationalgeist stolz auf die Doppelmonarchie wieder entfalten. Ja. Selbe müsst ihr allerdings auch haben, naja. Ja, beide. 0,2 pro Tag. Das dauert noch ewig. Wir wissen nicht, ab wann das getriggert wird. Ja, stimmt. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen. Ich spreche mal keine Garantien aus. Ich habe Angst, dass sie einfach ablehnen und dann pisst sind. Achso. Wobei muss ich das ausgesprochen haben, bevor das Ereignis kommt, damit gibt es ja kein Tschechien mehr. Ach, ich tagge, ich geh nochmal schnell auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Könnt ihr euch weiterlaufen lassen. Ja, weil wenn die Tschechoslowakei nicht mehr existiert, dann wird der Schwerpunkt abgebrochen. Wie läuft's denn in Großungarn? Ja, wir sind glücklich. Wir haben 100% Stabilität und 72% Kriegsunterstützung, weil alle eigentlich die Monarchie lieben und schätzen. Was ist mit der Tschechoslowakei? Die Tschechoslowakei ist ein autarker, unangetasteter Staat, dessen, noch. Ja, das wird er auch immer bleiben, außer entschließt sich, zur großartigen Monarchie zurückzukehren. Man muss das so sehen. Königreich Österreich-Ungarn blickt auf eine stolze Geschichte zurück. Die Tschechoslowakei hat bisher nicht so viel gerissen, deswegen ist der Nationalstolz natürlich eher mau. Ah. Und auch Angst vorher vor der Bedrohung der Faschisten in Deutschland, die dann Gott sei Dank durch die glorreiche Wiederauferstehung der Monarchie in Deutschland unbegründet blieb. Aber es war ein Ritt auf der Rasierklinge, muss ich mal sagen. Hätte auch schief gehen können. Und da hätten sich die Tschechen den Sack aufgeschnitten und das wäre übel gewesen. Was macht denn Frankreich eigentlich? Frankreich wird geputscht von Scher. Ich kann euch meinen Plan verraten. Wir schicken ein Pferd nach Frankreich. Wir malen dem Pferd auf die Flanken riesengroße Hakenkreuze. Und lassen uns durch die Stadt rennen. Das ist der Push. Ja, da dann fällt noch, Paris. Vor allem, das weiß ich auch noch Hakenkreuze irgendwo in der Flagge. Wieder da. Achso, und wir schneiden natürlich noch Feuerwerkskörper um das Pferd herum. Damit die Franzosen auch richtig Angst bekommen. Feuerwerkskörper. So eine Kindercracker, so eine Wunderkerze oder sowas. Ja, aber du weißt ja, das, wenn du das nach Paris schickst, dann... Soll das eine Anspielung auf schnell das Kapitulieren sein von Frankreich? Ja, so ist es. Die Nazis sind da, wir geben uns. Und dann entsteht aus der Asche von Frankreich entsteht wieder Deutschland. Also und Hitler ist da. Ah gut, Hitler ist tot. Himmler, ja, oder Göring, oder Dönitz. So Witz, warum sind Feuerwerkskörper zu Neujahr in Frankreich verboten? Weil die Gefahr einer Kapitulation zu groß wäre. Allgemein. Das Ding ist, Himmler kann nicht mal der Frontmann werden, weil Himmler auch gehängt wurde von mir. Dann Dönitz ist der Nächste, oder? Oder Göring? Oder? Wie, du hast Himmler gehängt. Oh, das gefällt Frank nicht. Nein, ich wollte. Kannst du das ja machen, oder wie?
Du hast ja die Wahl, entweder das Gefängnis hängen oder hängen. Hängen oder behalten, aber ich hab's. Wo sind hier eigentlich das, ihr kennt ja Göring, Göring, sag ich schon, Göring, kennt ihr ja, ne? Kennt ja jeder. Ja. Hermann ja. Göring, ne? Den ja, Fettsack. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass sein Bruder entschiedener Nationalsozialist Feind war und seine Position dazu ausgenutzt hat, um quasi ja, gegen das Regime zu arbeiten? Das wusste ich nicht, ne? Wusste ich auch nicht. Nee. Könnt ihr mal nachlesen, ja. Also er hat eine hohe Position gehabt, Albert Göring hieß er, glaube ich. Hat eine hohe Position gehabt, natürlich durch seinen Bruder natürlich, klar. Yeah. Und er hat natürlich das alles ausgenutzt, um Menschen zu helfen, Menschen auszuschleusen. Den Widerstand in Tschechien, glaube ich, zu stärken. Weil war er da als Fabrikleiter irgendwie eingesetzt oder so. Also quasi so ein kleiner Schindler quasi, weißt du? Ziemlich unbekannt, die Geschichte, aber so war es tatsächlich. Ja, Hut ab dann. Ja, wusste ich nichts. Interessant. Auf jeden Fall. Ja. Die Begeisterung hält sich ja zwar in Grenzen, aber ich glaube, jeder meint das ernst, wenn er sagt, dass sie das sind. Nein, nein, ich meine, das ist. Ne, ja, man muss sich mal einfach überlegen. Sein Bruder ist quasi der zweitstärkste Mann gewesen im Nationalsozialistischen Reich. Naja. Und er hat halt einfach es so schlau gemacht, dass er seine Position halt ausgenutzt hat, um ja, das Bestmögliche draus zu machen halt. Ne? Ja. Dazu braucht man Eier. Und zwar ja, richtig dicke Eier. Vor allem, dass du der Zeit zu machen, wann er es gemacht hat. Das ist halt das Üble. Wenn er erwischt worden wäre, es vorbei gewesen. Er wurde ja mehrmals erwischt. Und Göring persönlich hat ihn aus dem Gestapo-Gefängnis abgeholt. Ja, wahrscheinlich. Weil es sein Bruder ist. Blut ist halt dicker als Wasser. Aber nee, die Sowjetunion hat ziemliche Probleme. Ja, wird Zeit, dass Amerika den Krieg angreift, oder? Ja, sobald ich kann. Ich sag euch, Sowjetunion wird dann japanisch werden. Das Schöne ist daran natürlich, dass wir genau hinter der polnischen Grenze dann Koi-Karpfen und Bonsai-Bäume kaufen können. Das stimmt, ja. Ich glaube, die japanische Kultur hat mehr zu bieten als die sowjetische. Ich glaube auch, ja. Zu weit aus dem Fenster lehnen. Und denkt alleine an die ganzen vielen bunten Süßigkeiten mit abgefahrenen Geschmäckern. Aber ich glaube, der Thunfisch wird ausgerottet. Ja, und die Wale glaube ich auch. Ich glaube, die werden auch drauf gehen dann. Hat natürlich, ja. Ja. Das Gute ist aber, ja, es wird keine Heuschreckenplagen geben mehr in Russland, weil die ganzen Heuschrecken werden sowieso aufgegessen. Das stimmt, ja. Kein Ernährungsproblem mehr hier in Russland. Ja. Hammer. Aber es ist auch mal ein positiver Aspekt. Natürlich. Ich glaube auch, der technologische Fortschritt in der Sowjetunion wird sich immens steigern. Im Gegensatz das glaube ich auch. Zum aktuellen Moment hier, 41. Aber ich muss sagen, wir haben 41. Und wir haben eigentlich einen Weltkrieg, weil mehr als 50% der Welt kämpft, aber nicht in Europa. Aber wenn Japan die Sowjetunion einnimmt, dann würde es mich auch nicht wundern, dass spätestens 1960 Samurai-Ritter mit Laserschwertern in Washington stehen würden. In Kampfanzügen, ja. Könnte gut sein. Ja. Kann mal jemand bitte irgendjemanden Krieg erklären? Ja, aber ich möchte das nicht. Warum sollten wir das? Sollte so jemand sowas machen? Wir sind doch alle friedlich. Wir sind friedliche Länder, da können wir doch nicht einfach machen. Wo kommen wir denn da hin? Was ist mit der Schweiz eigentlich? Die Schweiz, guck mal, die Schweiz ist zu 12% faschistisch. Das muss bekämpft werden. Ja, aber die sind zu 86% demokratisch. Okay, was ist mit Italien? Die sind Königreich. Neutral. Ja, da müsste man ein bisschen. 70% faschistisch. Da müsste man die Faschisten bekämpfen, das stimmt, das müsste man machen. Ja, aber guck mal, auf deren Nationalgeist zu Sympathie für die Monarchie. Also darfst du bitte nicht vergessen, dass die Monarchie. Okay. Das okay, stimmt, okay. Die werden dann gleich wieder Königreich. Rumänien bitte. Also, Großbritannien Bulgarien. Möchte hiermit erklären, es wird im japanischen Krieg eingreifen. Und warum denn? Was war gerade? Bitte? Britannien erklärt gerade, es wird im japanischen Krieg eingreifen. Um die japanische Bevölkerung vor amerikanischen Atomwaffen zu schützen, die in der Fälle einer Nichtkapitulation Japans auf sie zukommen werden. Deswegen lieber Japan schnell besiegen, als dann Atomwaffen.
Du hast wahrscheinlich mir geschrieben, oder was? Falsch. Sonst kannst du mir ja whispern. Was löst dein Kriegsziel gegen wen aus? Mosi, was ist los? Ne, hat sich. Ich kläre das gerade mit DPS. Gut, danke. Ah. Ich weiß nicht, wird auf jeden Fall interessant werden. Ich sitze hier ein bisschen zwischen den Stühlen, das gefällt mir nicht. So, also an deiner Stelle, Prime. Ja. An deiner Stelle würde ich Jugoslawien endlich die Freiheit schenken. Jugoslawien ist frei, was hast du denn? Was hast du geraucht? Nein, die sind nicht frei, guck mal, die werden von Frankreich, werden sie unterdrückt, weil Frankreich ihnen die Unabhängigkeit garantiert hat. Das ist aber jetzt nur so ein diplomatischer Trick, weißt du? Das ist ein König, schau, neutral, die sollten ein Königreich gründen. Prinz Paul ist da, das sind alles meine Verbündeten. Ja, aber Prinz Paul ist ein Bastard. Das weiß doch jeder. Schau mal. Seit Europa den Monarchien unterliegt, oder mehr Monarchien in Europa ist, ist friedlich da. Ich weiß nicht, was ihr alle habt. Hümon kehrt zur Krone zurück. Was bitte? Nach Verhandlungen auf höchster Ebene, die bis tief in die Nacht andauerten, hat die tschechoslowakische Regierung entschieden, unser Angebot anzunehmen und hat Otto von Habsburg zum König von Böhmen und Markgraf von Mähren ernannt. Die Soldaten der ehemaligen tschechischen Armee haben ihren neuen König und Kaiser einen Eid geschworen, um die Zivilverwaltung der Reiche wurde voll integriert. Wuhu! Bams! Bams! Torakoso. Nice! Hat doch geklappt, mein Pack. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nämlich. Hey, England. Ja, jetzt geht's runter. Hey, England. Hey, Österreich, Ungarn. Willst du nicht Irland ins Reich holen? Was für ein Reich? In deins. Ja, das kann sich irgendwann mit mir verbinden. Na klar, warum nicht? Aber ich habe aus einem anderen Mod gelernt, dass man Irland nicht annektieren sollte. Übrigens, die Sowjetunion hat Kriegsziele gegen Polen, gell? Bescheid. Alles klar? Hat schon fertig erforscht. Wir haben erst eine andere. Musst du nur auf den Knopf drücken. Ja, das ist die KI. Die KI kann alles gleichzeitig. Also, wenn ich jetzt die Konsole öffnen könnte, dann würde ich mal schnell in die Sowjetunion reinspringen, den Knopf drücken und wieder rausspringen. Mal gucken, was passiert. Just for the lols, ungefähr. Nice, hast du wenigstens vernünftige Infrastruktur? Ich meine, auch vernünftig Zivilfabriken und sowas? Ja, jetzt geht's ab, jetzt habe ich 94 Fabriken. Ja, geht doch. Das ist ein Schritt in, das ist... Hatte ich nur irgendwie 2 Jahre Verzögerung gekostet, weil Österreich nicht wollte? War übel, eine Scheiße jetzt. Ich habe 4 Fabriken. Mustafas Orangenplantage. Ali's Kapitel. Und so weiter. Aber es reicht. Das reicht. Hallo? Ich kann jetzt mit dem Aufbau beginnen. Das ist geil. Also das gefällt mir. Das ist doch sehr gut. Wir hatten Kriegsziele gegen uns fingiert. Deutsches Reich fingiert gegen uns. Ja, ja, was ist da los? Ich dachte, wegen dem Tech, weil ich auch gegen Frankreich fingiere. Mhm. Gleichzeitig. Es ist nicht feindlich anzusehen. Ja, kein friedliebendes Land. Komm klar. Shockated. Unterschied, Ashok. Wie kann ich eigentlich jetzt die unterschiedlichen Divisionstypen in eine umbauen, ohne sie aufzulösen? Wieso jetzt alle aus? Über zum Beispiel oben rechts, über den großen Button oben rechts, wählst alle aus, die du haben willst, und dann Shift lässt los und hast du oben das Divisionsvorlage ändern Bild. Doppelfall. Umschalt gedrückt halten. Also ja, okay, das ist Shift, ne? Und dann wählst du ganz viele aus, die du halt umwandeln willst.
Ja, nehme ich mal da ein paar. PJ! Utasítások! Sorakozó! Kész! Wie und was muss ich dann machen? Jetzt hast du die ganzen Einheiten ausgewählt. Ja. Du bist ja in so einem. Was weiß ich, was für ein Fenster du halt jetzt gerade drin bist. Mit deinem General kannst du da auswählen, etc. Bist du oben neben dem Mülleimer halt auch Divisionsvorlage einmal als Button. Direkt daneben. Für 50 politische Punkte stimmt. Könnte ich Britisch-Indien zu einer Marionette machen. Trau dich. Von einer Kolonie. Ich trau dich alleine. Sorakozó. Utasítások. Deine Unabhängigkeitsbemühungen sind echt nicht so wunderbar gekrönter. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So, perfekt. Vielen Dank. Ah, das war jetzt brauchbar. Angeblich müsste mir Crips Mission pro Tag 0,4 Punkte geben, aber tut's nicht. Hast du irgendwas, was dein Minus gibt? Ja, es sind die sogenannten Landpunkte. Die steigen einfach jeden Tag, einfach so. Ich weiß gar nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Also für mich kommt das nicht. Vielleicht muss man sich mit Autonomie erstmal auseinandersetzen, wirklich, bevor man da irgendwas probiert. Ich habe alles getaggt, was mit Autonomie zu tun hat. Naja, das Problem ist auch so ein bisschen. Das Problem ist auch so ein bisschen, das geht erst richtig los, wenn wir im Krieg sind. Irgendwo. Ja, eben. Erklärt mir den Krieg. Aber wir müssen doch Weltspannung erzeugt haben. Ich werde mir eure Köpfe abschneiden und sie im Sonntag begraben, ja. Na, werden aus fruchtbaren Oasen. Utasítások. Készen állok. Figyelem. Koronchok, sag ich da nur. Was? Ach, die haben alle so komische Sprachen. Okay. Ich Idiot. Oh. Oh. Wie versprochen. Das ist aber. Japan den Krieg erklärt, okay. Warum? Warum? Ich habe es schon erklärt, ich möchte das japanische Volk von Atombomben retten. Dann schicke ich mal den Japanern Freiwillige. Warum wundert mich das nicht? Freiwillige Pferde. Und wie findet das arabische Volk freiwillige Pferde heraus? In den einen Trog gehen wir Sushi, ja? Und in den anderen Trog gehen wir Pferdefutter. Das Fett, was sich für das Sushi entscheidet, fährt nach Herpen. Hat der König so entschieden. Ein reißender König, ja. Ein weißer König? Ein weißer König? Oder ein weiser. Guck mal, wie entspannt mein König ist. Ja. Das ist voll gechillt. Drei verdammte Scheißflotten vor Hawaii patrouillieren bzw. auf Zerstören vernichten und der Japaner versenkt mir trotzdem einen Handelskonvoi mit 4 Schlachtschiffen. Ich weiß nicht. Ja, du musst schauen, ob du effektiv genug, also ob, wie viel abgedeckt du hast. Aktuell abgedeckt sind. Die Herrschaft sind 100%, aber. Ist das die Abdeckungsreichweite schon, oder?
Mal mit U-Booten, auch immer so. Mit U-Booten ist es so, wenn du halt die Seeherrschaft hast, können die U-Boote trotzdem noch Konvois jagen. Nö, Schlachtschiffe. 4 verdammte Schlachtschiffe. Dann sind das ja Matos, die haben eine große Reichweite. Ja, das aber komm, wir sind 3 Flotten unterwegs. Die schafft, die versenkt mir alle meine Truppentransporte. Ah, okay. Portugal tritt alliiert bei was zur Hölle? Interessant. Wahrscheinlich wegen dem Russen. Wahrscheinlich, ja. Ja gut, aber ist Spanien ja daneben noch, oder? Der Russe macht doch gar nichts. Der Russe kriegt doch auf den Arsch von Japan. Wird er nicht von hinten aufgegessen von Japan? Bisschen, ne? Hat England eigentlich seine glorreiche Flotte in den Pazifik geschickt? Kämpft gegen japanische Konvois, ja. Kämpft gegen japanische Konvois, was? Das hört sich so falsch an. Ja, Konvois. Gegen diese gefährlichen Konvois, ja. Oh ja, Japan erobert die Sowjetunion. Ey, schon ein bisschen fies, dass da alle auf Japan rumhaken, muss ich schon sagen. Ja, war Japan, hat sie selber übertrieben. Na ja, gut, das stimmt auch. Also ich möchte echt mal die... Also, weißt du was, Saudi-Arabien möchte, dass die Vereinten Nationen zusammentreten. Die es zu dieser Zeit noch nie gab, aber ich möchte, dass wir sie jetzt machen. Ich lade euch ein nach Riad in unser glorreiches Zeltlager. Wir machen großes Feuer und braten viele Lämmer. Und dann müssen wir besprechen, warum zum Teufel Großbritannien seine Finger da reinsteckt. Wir machen großes Feuer, ja. Ja, großes Feuer. Wir machen ein riesiges Feuer. Irgendwie hört sich das für mich nach Bücherverbrennung Reichstag an. Wir machen große Feuer. Großes Feuer. So ein Feuerball, Junge. Geh's. Beschützt mich England auch vor der irakischen Aggression? Was ist los? Arabischer Frühling oder was? Ja, der Irak, weiß nicht, der platziert so ganz schon viele Divisionen an meiner Grenze. Ich habe gar keine. Wir wissen alle, wie stark der Irak sein kann. Oha. Deutschland steht wieder im Krieg. Für den Ruhm der deutschen Nation. Es könnte ein Weltkrieg sein, steht da. Aber beißt du nicht die Zähne aus Deutschland, ne? Nein. Ich versuch's zu verhindern. Ein Fucken. Frankreich. Leute, wie schaut's denn aus? Es ist nach 12. Oh wow, ja, das, wow. Dann, ich habe morgen frei, mir ist egal, ihr entscheidet. Das ist auch egal. Ich hab frei. Ich jetzt ein Tag der arbeiten muss, oder wie? Sieht so aus. Ich muss morgen auch arbeiten. Wandern. Dann machen wir weiter, überstimmt, würde ich sagen. 5 Uhr früh oder 5 Uhr? Ab 5 Uhr morgens. Alter. Ja, also wenn. Ich würde noch weitermachen, aber. Ja, nee, wir machen Feierabend. Ja. Hallo, wenn jeder bei uns. Hallo, wenn jeder bei uns. Das ist auch. Ja in 4 Stunden. 5 Stunden. Okay, dann. Ich sagen, speichern wir hier. Yep. Wer das dann? Ja. Indulash Rocky. Boah, die KI ist extrem stark. Ja. Warte, speichere nochmal. Das ist doch mal interessant, muss ich sagen. Aber toll. Genau zum Ende mache ich nochmal schön, setze ich mal einen schön drauf und mach Krieg in Frankreich. Ja, Frank, speichere nochmal, sei so gut. Ja, ich hab. Nochmal. Soll ich auch nochmal zur Not speichern? Ja, ihr alle speichern. Krass.